Die romanische Philologie ist ein Fach, das man hier in Dresden nicht nur im Studium, sondern auch im Alltag lebt und erlebt. Für mich hat sich die Stadt schon immer irgendwie italienisch angefühlt. Und mittlerweile weiß ich auch warum. Italien war für den sächsischen Hof über Jahrhunderte ein Sehnsuchtsort und Vorbild. Im Studium können wir diesen Kulturaustausch aus vielen verschiedenen Perspektiven kennenlernen. Was wir jeden Tag in Dresden sehen und erleben können, ist italienische und französische Kunst und Kultur. Bei uns in der Romanistik kann man Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften studieren. Entweder mit dem Schwerpunkt Italienisch oder Französisch. Außerdem gibt es beide Sprachen auch als Lehramtsfächer. Unser Studienprogramm ist total vielseitig. Klar, es gibt zwar ein paar Grundlagenkurse, die alle belegen müssen, aber danach haben wir sehr viele Wahlmöglichkeiten. Wir können unser Studium also wirklich nach unseren eigenen Interessen ausrichten. Wir haben mit dem Institut Français, mit dem Zentrum Frankreich, Frankophonie und mit dem Italienzentrum drei starke Institutionen, mit denen wir nicht nur Veranstaltungen planen mit internationalen Gästen, sondern eben auch direkt in die Stadtgesellschaft hineinwirken. An der TU Dresden kann man sehr gut sein Sprachniveau verbessern. Es gibt zahlreiche Sprachkurse und außerdem kann man ja auch noch ins Ausland gehen, sei es über Erasmus oder die vielen Austauschprogramme, die es mit der TU Dresden gibt. Und für alle, die Italienisch studieren wollen, gibt es auch noch ein tolles Masterprogramm. Das ist so ein Doppelmaster, wo man ein Jahr in Italien in Trento studiert und ein Jahr in Dresden und am Ende den Abschluss hat in beiden Ländern. Als Lehrerin möchte ich später Schülerinnen und Schüler für die italienische Sprache und Kultur begeistern. In Dresden und Umgebung gibt es 6 Schulen, an denen Italienisch unterrichtet wird. Ich kann schon als Praktikantin viele Projekte zum Thema Italien mitgestalten. Unter anderem Klassenfahrten und Schüleraustausche. In der Dresdner Neustadt treffen ganz viele Nationalitäten aufeinander. Hier fühle ich mich auch in meiner Freizeit ein bisschen wie in Frankreich. Es gibt hier eine ganze Menge Programmkinos, Cafés, Clubs, Kneipen. Und im Sommer findet das Leben praktisch auf der Straße und im Park statt.